nicht nur ein, das war wirklich eine tolle Show, die Menschen hier geboten haben. Die Gruppe, die hier steht, die hat dieses Jahr Phänomenales geleistet. Im zweiten Jahr hintereinander haben sie es geschafft, alle drei Titel bei den deutschen Meisterschaften in Berlin zu holen. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Letztes Jahr war es auch noch eine kleine Überraschung. Dieses Jahr war man vielleicht ein bisschen in der Favoritenrolle schon, haben es aber voll erfüllt. Ganz souverän haben sie den Titel nach der Hand geholt. Ich darf den Mädels vorstellen, die Marlene Trapp ist leider ganz bedingt nicht da, die Johanna Herder, die Marlene Lahrens. Und die Elisabeth Mutter. Eine tolle Gruppe, Musikkonzert. Zwei von denen, die hier stehen, haben ihre Karriere jetzt beendet, die Lea und die Elisabeth, sind jetzt leider ausgeschieden. Man muss ja sagen, das wäre ja respektiert für irgendwelche Sachen aus Altersgründen, ja. Aber in der SG kommt natürlich irgendwann mal, sagen wir so, ist nicht ganz so lange neben jemand anderes. Aber sie haben sich entschieden, ja, etwas kürzer zu drehen. Aber man sieht, sie sind immer noch da, wenn man was ansteht. Und es ist ja schon Ersatz da. Ich habe erzählt, da waren einige Menschen neu dabei, die die Gruppe weiterhin führen werden. Und ich hoffe mal, knapp am nächsten Jahr den Titel verteidigen wird. Ich darf euch alle noch ein kleines Präsent überreichen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Nochmal ein Riesenapplaus für unsere deutsche Meisterin.